Jetzt. Hallo Freunde, wieder mal Zeit für ein schönes neues Video. Okay, oh, das ist aber süß. Ich glaube, ich habe mir die falsche Sorte gegriffen. Okay, Freunde, eine richtig schöne Waffe sehen wollen? Was haltet davon sowas? Ganz feines Gerät, eine echt scharfe Waffe, Kaliber 45. Also wer immer nach scharfen Waffen fragt, bitteschön, kannst du kaufen. Ne? Ab 18? Ne? Ist halt leider nur ein Vorderlader, aber ist doch egal. Was kann man damit überhaupt machen, außer das Ding an die Wand zu hängen? Naja, man kann es ein bisschen umbauen, auf ganz legale Art und Weise. Wie ich bei der letzten Waffe schon vorgeführt habe, wird das hier oben abgeschraubt. Ich erkläre das mal mit ganz einfachen Worten, damit auch jeder hinterherkommt. Ich werde keine lustigen Fragen aus den Kommentaren beantworten, weil ich dafür keine Zeit habe. Also, naja, hier, Special Zündhütchen, alles frei verkäuflich. Ja, Zündhütchen genommen, hier oben reingesteckt. Deckelchen wieder schön drauf. Kann man kaufen, alles bei großen namhaften Versandhäusern. Wie zum Beispiel Franconia. Ich wollte jetzt keine Werbung machen, aber ist ja egal. Falls jemand fragt, wo das alles herkommt. Alles ganz legal gekauft, ab 18. Zündhütchen ist drauf. Wie gesagt, das ist nicht ganz das Originale zu der Waffe. Das ist halt so eine Umbauversion. Naja, hier vorne Ladestock raus. Ganz easy. Wir schießen jetzt natürlich mal nicht mit einer Plastikkugel, die da jetzt eigentlich reinkommt, sondern... Ich werde jetzt mal zu Demonstrationszwecken sogenannte Verdämmungspfropfen reinsetzen. Hast du gesehen? Ja, Kameramann nickt, ne? Also auf alles ganz frei verkäuflich. Das Einzige, was man für solch eine Waffe natürlich nicht bekommt, offiziell, also ist jedenfalls das Schießpulver. Aber könnt ihr ja einen Pulverschein erwerben, wenn ihr alt genug seid. Hier wird es hier oben, ne, kommt so ein kleiner Pfropfen rein. Seht ihr jetzt? Oh, der kommt eigentlich im Original, kommt der eigentlich unter die Kugel drunter. Na, warte, jetzt. Es ist ja erkennbar. Ich habe den jetzt hier oben drauf gefummelt. Es macht sich ein bisschen blöd. Und ich werde das jetzt mit dem Ladestock einfach hier reindrücken, damit wir hier irgendwas im Lauf drin haben, was so ein bisschen verdämmt. So. Okay, reingefüllt. Kameramann hält sich wieder mal die Ohren zu. Ich hoffe mal, wir stören jetzt niemanden. Wir machen jetzt mal einen kleinen Probeschuss. Ne? Das wollt ihr ja sowieso alle sehen. Okay, machen wir mal kein großes Drama draus. Und. Wem hat das gefallen? Also so eine spaßigen Sachen kann man jedenfalls mit so einem schönen Pistölchen machen. Ganz erlaubt. Also zumindest im Raum. Draußen sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Es sei denn, ihr habt ein eigenes privates Grundstück. Also ich wollte jetzt erstmal bloß zeigen, was man mit so einem schönen, naja, Vorderlader machen kann, als wie den bloß an die Wand zu hängen. No? Alles frei verkäuflich. Es ist eine interessante Sache, es macht Spaß. Man hat eben eine richtige Waffe in der Hand, kein Spielzeug, nicht irgendwas aus Druckguss oder ähnliches. Macht Spaß, ne? Ich zeige demnächst mal noch eine, wo man noch mehr machen kann mit. No? Also, wenn Fragen sind, ich beantworte es natürlich trotzdem. Aber keine albernen Fragen. Tschüss, Freunde.